Die Akkordfolge ist eine einfache Akkordverbindung in der Tonart G-Dur. Die Stufenakkorde der Tonart G-Dur sind G-Dur, A-Moll, B-Dur, C-Dur, D-Dur, E-Moll und ein Fis-Moll B5. Die Akkordfunktionen sind G-Dur, Tonika, D-Dur Dominante und der C-Dur-Akkord ist die Subdominante. Von der Tonika G-Dur geht es direkt zur Dominanten D-Dur und über die Subdominante zurück zur Tonika G-Dur. Speziell ist der C-Add-9 auf der vierten Stufe. Hier ist die Akkordfolge mit Open Chord Voicings abgebildet. Hier siehst du die Intervalle. Sie beziehen sich immer auf den Grundton des jeweiligen Akkordes. Auf der Grafik ist abgebildet, mit welchen Fingern du die Akkorde greifen kannst. 1 ist der Zeigefinger, 2 ist der Mittelfinger, 3 ist der Ringfinger und 4 ist der kleine Finger. Die G-Dur-Pentatonik Pattern 5 entspricht dem Pattern 1 der E-Moll-Pentatonik. Die G-Dur und die E-Moll-Pentatonik beinhalten die gleichen Töne. Pattern 1 der G-Dur-Pentatonik. Pattern 2. Pattern 3. Pattern 4. Pattern 5. Spiele einen Hammer-On von der offenen D-Seite der Quinte des G-Dur zum Ton E und dann schlage die leere G-Seite an. Das Bending zieht die Note A zur Note B, der Terz des G-Dur-Dreiklangs. Wenn das Bending noch Schwierigkeiten bereitet, kann der Tonschritt vom zweiten zum vierten Bund mit einem Slide gemacht werden. Der zweite Bending über den D-Dur-Dreiklang, Takt 2, zieht die Note C zur Note D, dem Grundton des D-Dur-Dreiklangs.
Der Slide über C add 9 im dritten Takt erfolgt vom Ton D, der Sekunde zum Ton E, der Terz. Nun wird der Ton G im achten Bund der H-Saite angeschlagen, gleich danach ein Bending vom 10. zum 12. Bund gemacht. Während das Bending zum Ton H noch klingt, wird mit dem kleinen Finger die Note D im 10. Bund der hohen E-Saite angeschlagen und das Bending vom 12. zum 10. Bund ein Release-Bend gemacht. Die Note im 8. Bund der H-Saite ist die Note G, der Grundton des G-Dur-Dreiklangs im Takt 4. Du musst diese Improvisation aber nicht 1:1 nachspielen können. Sie soll zum Ausprobieren eigener Ideen anregen. Versuche in deinen Improvisationen die Akkordtöne des momentan klingenden Akkordes zu berücksichtigen. Am besten diese Übung auch in anderen Tonarten üben. Die Akkordfolge in der Tonart C-Dur, Tonart D-Dur, Tonart A-Dur, Tonart E-Dur.